Weißt du das wie? Oder... Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen. Wen haben wir denn hier? Das ist Mr. Brightman. Wir haben den Kleinen im Müll hinter der Klinik gefunden. Ich glaube, er vermisst Jackie. Nicht nur er. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, Vee. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Vee, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay. Definitiv Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Die Liebenden. Ha, endlich was, das mir keinen Schauer über den Rücken jagt. Gleichgewicht, Freundschaft, Liebe. Aha. Wie? Hast du mir etwas verheimlicht? Was? Wieso? Du machst ein komisches Gesicht. Ich, nein. Alles okay. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, Vee. Der Mond steht für Rätsel. Ich glaube, das ist für dich. Yep, das Geräusch ist unverwechselbar. Du hast mir echt Angst gemacht. Und ich dachte, dir macht gar nichts Angst. Hey, wir sind hier, um zu helfen, okay? Komm, im Lager warten schon alle. Pass auf dich auf, Vee. Du auch, Misty. Und danke für alles. Hey, willkommen zurück unter den Lebenden. Geht's? Oh, glaub schon. Ein Glück, verdammt. Hast uns in Schrecken eingejagt. Bist umgekippt und nicht mehr aufgewacht. Sieht aus, als würde dein Zustand sich verschlimmern. Panam hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Wo ist sie? Krisensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Also überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihnen. Hey, Vee. Hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Mir bleibt leider keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht. Was ich echt nicht vermisst. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Wissen Sie auch warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, Vee.
Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Deshalb wissen sie erstmal nur das Nötigste. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Nicht jetzt. Schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau machst? Wie? Endlich. Wie geht's dir? Geht so. Also, was habt ihr zusammengestellt? Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Sind diese Pläne auch wirklich aktuell? Absolut verlässlich? Garantiert. Die sind von unseren Snake Nation Verbindungen. Die sind zurzeit in dem Gebiet aktiv. Machen wir uns nichts vor. Der Tunnel ist riskant. Aber wenn's klappt, ist das unser Weg nach Mikoshi. Ihr wollt einen Tunnel in den Saka Tower graben? Ich weiß, wie das klingt, aber diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Night Corp baut da gerade eine neue Maglev-Linie. Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Sie benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Echt schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Was hältst du davon, Vi? Was ist ein Zerg? Ein subterranes Extraktions- und Räumungskombinat. Ein automatischer Tunnelbohrer. Wenn wir an einen rankommen, graben wir uns in den Arasaka Tower und dann geht's weiter nach Mikoshi. Was erwartet uns an der Baustelle? Wird der ganze Ort bewacht? Volles Militärkommando? Ist eine ganz normale Baustelle. Nichts Krasses. Aber wir müssen trotzdem an ihn vorbei. Wir erwarten das Übliche. Drohnenpatrouillen, Arbeiter vor Ort, gesperrter Zutritt. Mhm. Klingt theoretisch machbar. Andere Ideen haben wir nicht. Also, ran an die Arbeit. Wir brauchen noch eine Menge Informationen. Nur so wissen wir, ob der Plan wirklich was hat. Er wird Hütten haben, egal wie lange wir diskutieren. Das kann ich dir versichern. Aber was ist die Alternative? Den Angriff abblasen? Ihn sterben lassen? Panam hat recht. Wir müssen diese Risiken in Kauf nehmen. Da sind wir dir schuldig. Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Stoß später zu uns. Ich lass dich erstmal in Zolls Obhut. Trefft nur keine Entscheidungen ohne mich. Brauchst du sonst noch irgendwas? Hey, du und Panam. Gibt's da was, das ich wissen muss? Witzig, dass du das fragst. Ich dachte nämlich, zwischen uns wäre wieder alles in Ordnung. Und dann bist du aufgetaucht. Denkt Panam das auch? Na, das musst du sie schon selbst fragen. Weißt du wie? Du bist wie ein Zuschauer, der eine Familie beobachtet und nur unendliche Streitereien mitbekommt. Dann bemerkt die Familie auf einmal, dass da noch jemand ist. Und alle schütteln sich die Hände, ziehen an einem Strang und werden stärker denn je. Verstehst du? Ja, ich glaub schon. Gut. Dann sag mir jetzt, was du sonst noch brauchst. Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Wer mag das sein? Alt. Sie. Es. Ist eine KI. Hinter der Black Wall. Bist du noch ganz dicht in der Birne? Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nett drum bitten werde. Oh, Scheiße, wie. Aber was soll's? Ich meine, wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Das macht es auch nicht schlimmer. Such der Kota. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Thank you.
Signalleute? Haben gehört, wir rüsten uns für einen kleinen Krieg. Eher eine Selbstmordmission. Hast du hier alles erledigt? Sieh und staune. Ist das nicht... Theoretisch. Wir haben einen Nachbrenner und einen Raketenwerfer montiert. Außerdem haben wir das Gesamtgewicht um 60% reduziert. Meisterwerk, oder? Du sitzt am Steuer und Panam neben dir. Der Nachbrenner. Standard Nitro oder Militärausrüstung? Standard würde das Baby keinen Zentimeter bewegen. Also die Stickstoffmonoxid-Injektion in Militärhardware. Hab gehört, die Ruffen feuern so ihre gepanzerten Pickups an, wenn sie Konvois jagen. Ist nur nicht gerade stabil. Kaum zu glauben, dass man einen Panzer so aufmotzen kann, was? Wirst schon sehen, wenn wir die Bestie morgen loslassen. Da morgen schon der große Tag ist, wie wär's mit einer Probefahrt? Ich will ein Gefühl fürs Fahren übers Terrain bekommen. Ja doch. Aber vielleicht nach Sonnenuntergang. Müssen noch ein paar Schrauben festziehen. Nette Untertreibung. Kannst du mal aufhören rumzumosern? Wir kriegen sie rechtzeitig startklar. Wie viel Feuerkraft steckt im Raketenwerfer? Das ist ein 70mm Schnellschuss-Multiraketenwerfer und ein Bord-MMI, mit dem du dich über Direct-Link synchronisieren kannst. Wo habt ihr all das Zeug her? Hat Teddy auf einem Schrottplatz gefunden. Der Werfer funktioniert, aber wir hatten keine Munition. Glücklicherweise hat Dakota welche besorgt. Aber frag nicht wie. Kommen wir zurück zum Thema, ja? Nur vegetarisch. Wir denken... ich geb's weiter. Hey, Dakota. Tamai. Bruder von den Beckers. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche starke Tech für eine Spritztour im Net. Dann steig rein. Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Du fragst mich nicht, ich frag dich nicht. Geheimnis einer anhaltenden Freundschaft, Bruder. Alles ist bereit. Du kannst rein. Wie ich die Eiswanne liebe. Carol, willst du Dakota helfen? Wie es aussieht, helfe ich heute eher dir. Start klar? Weiß nicht, wie lange das dauert. Bleib cool. Egal, was passiert. Okay? Selbst wenn es aussieht, als würdest du draufgehen? Also gut, los geht's. Folge den Vektoren, Bruder. Hallo, Alt. Du kommst allein. Dieser Ort verändert sich jedes Mal, als wäre ich tiefer drin. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist deine Wahrnehmung des Cyberspace, die sich verändert. Du gewöhnst dich an den Strom von Rohdaten. Deshalb verblasst deine Welt langsam. Deine mentalen Abwehrsysteme geben allmählich auf. Also, je länger ich hier bin, desto mehr verliere ich meine Verbindung zur Außenwelt, zur Realität. Du verlierst nichts. Im Cyberspace erwachen wir aus dem, was wir Träume nennen. Johnny ist gerade beschäftigt. Gerade. Er ist tiefer begraben. Du behandelst ihn wie einen träumenden, unliebsamen Beifahrer in einer fremden Welt. Ich hatte den Eindruck, Johnny wäre dir scheißegal, dass er für dich gar nicht mehr existiert. Würde er nicht existieren, gäbe es für uns nichts zu besprechen. Nochmal zum Mitschreiben. Soll also heißen, du hilfst mir nur wegen Johnny? Und nur weil er dieses eine Mal nicht hier ist, machst du einen Rückzieher?
Ich mache keinen Rückzieher. Ich habe eigene Pläne für Mikoshi. Gerade eben klangst du ziemlich verärgert. Als wäre da noch mehr dran. Euch zwei zusammenzusehen war echt informativ. Ich brauche deine Hilfe, Alt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Du glaubst tatsächlich, Zeit ist deine größte Sorge? Du existierst oder du existierst nicht. Zwei Zustände getrennt durch den Tod. Du sagst nichts. Wieso? Eine Frage der Perspektive. So wie ich das sehe, bin ich von den Toten auferstanden. Die einzige Frage ist, was nun? Du glaubst, du hast den Tod überlistet. Der Tod hat dich überlistet. Und du stehst in der Mitte. Du wirst es schon bald begreifen. In Mikoshi. Warum schwebst du nicht aus den hohen Gefilden herab und erleuchtest mich? Sicher kein Problem für eine mächtige KI. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert. In diesem Moment würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das wäre wohl menschlich von mir. Solche Kategorien werden in Mikoshi nicht mehr auf dich zutreffen. Deine Wahrnehmung wird in Milliarden von Datenströmen zersplittern. Was erwartet mich dort, in Mikoshi? Eine Grenze. Vermutlich der einzige Moment deines Lebens, in dem dir das Gewicht deiner Existenz bewusst wird. Auf diese Bürde kannst du dich nicht vorbereiten. Und Johnny? Was passiert mit ihm? Mir fehlen die Informationen, um das zu beantworten. Gibt's irgendwas, das wir sicher wissen? Ja, dass es Mikoshi nicht mehr geben wird. Du lässt die dort eingesperrten Konstrukte frei? Ich werde sie in mich integrieren. Die Konstrukte werden integriert? Du meinst, du absorbierst sie? Kein Wunder, dass du so scharf drauf warst. Du willst Mikoshi zerstören und alle darin verschlingen. Mikoshi ist ein Gefängnis. Dank mir bekommen sie die Gelegenheit, Teil von etwas Größerem zu werden. Ich glaube, Johnny wäre davon wenig begeistert. Und doch ist er nicht hier. Weil du diese Entscheidung treffen willst. Im Grunde dieselbe Situation. Nicht doch. Du wirst die Konstrukte wohl kaum danach fragen, was sie wollen. Das würde keinen Sinn ergeben. Genug Zeit mit Reden verschwendet. Los geht's. Ich habe ein Programm auf den Splitter deines Netrunners geschickt. Benutze es in Mikoshi. Es wird eine sichere Verbindung öffnen. Muss ich einen bestimmten Zugriffspunkt suchen? Ich sag dir, dass von hier bis Tokio alle durch Eis gesichert sind. Manchmal braucht es nur einen Spalt in der Tür. Nutze den Splitter in Mikoshi. Überlass die Security mir. Bis dahin. Wir haben ihn zurück. Carol, der Splitter. Bleib ruhig, Junge. Kaum hattest du dich verbunden, ist die Temperatur auf 40 Grad hochgesprungen. Fast so, als wäre die Tech infiziert. Nein, noch gruseliger. Was ist hier passiert? Was hier? Meine ganze Tech ist im Arsch. Deine neurale Aktivität ist extrem angestiegen. Dein Stirnlappen wäre dir fast aus den Ohren gequollen. Ich war kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Sicher, dass alles okay ist? Alles gut. Puh, ein Glück. Der Splitter. Hab Software, die ich brauche, darauf bekommen. Wir sind von Eis umgeben. Selbst wenn was durchgekommen wäre, hätten meine Controller... Heilige. Schaff mir das weg. Danke, Dakota. Nicht dafür, wie. Geh zu Saul. Er hat dich gesucht. Schon unterwegs. Saul,
Du wolltest reden? Komm rauf hier. Wohin geht's denn? Also gut, wie? Es ist simpel. Wir alle, die hier sind, stehen in deiner Schuld. Und zwar enorm. Ja, du vielleicht, Zoll. Aber trotzdem bist du für uns noch ein Fremder. Ein Söldner aus Night City. Einer ganz anderen Welt als die, die wir kennen. Davon kann Panem ein Lied singen. Deshalb wird es Zeit, das zu ändern. Ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ändern wir es. Du wirst ein Alde Caldo. Diese Familie wird für dich durch die Hölle gehen, wenn du sie brauchst. Bereit, Kiddo? Ich... Saul, seid ihr euch da sicher? Sieht das hier aus wie was Unüberlegtes? Ich weiß, was das bedeutet. Stamme selbst aus einem Clan. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Alde Caldo werden sollte. Beantworte nur die Frage. Bist du bereit? Eine Rede! Eine Rede! Immer her damit. Du bist jetzt einer von uns, wie? Du gehörst zu den Alde Caldos. Schön, dass du dabei bist, wie. Und keine Sorge, wir bringen dich zu diesem Mikoshi. So läuft es. Willkommen in der Familie. Ein Hoch auf das neue Mitglied der Alde Caldos. Er ist total sprachlos. Danke. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Alles. Shit. Ich werde richtig sentimental. Schnell, ein Taschentuch. Sonst überflutet uns das arme Kind noch das Lager. Keine Sorge. Ist eh nur eine Formalität. Du gehörst im Grunde schon eine ganze Weile zu dieser Familie. Du hast mir den Arsch gerettet. Und laut Bobby auch den von Mitch. Von Panem ganz zu schweigen. Halt den Rand. Aber Sol hat recht. Ich meine, es ist so wie er. Mein Leben war ein reiner Scherbenhaufen. Und du bist drauf rumgetrampelt. Aber manchmal braucht es das, damit man es wieder zusammensetzen kann. Okay, Leute, hergehört. Heute feiern wir, aber morgen wird ein mordsanstrengender Tag für uns. Erledigt euren Kram und dann ruht euch aus. Überfall hin oder her. Einen trinken. Das ist deine Nacht. Auf dich, also genieß den Rum ein bisschen. Dich. Du hättest mich ruhig vorwarnen können. Und all den Spaß verderben? Wie? Bist du okay? Ja. Geht schon. Mach dir keine Sorgen. Und? Wie sitzt die Jacke? Nicht so eng? Alles okay bei dir? Das hat mir gefehlt. Diese Kameradschaft. Ich weiß. Hab ich in deinen Augen gesehen, als wir uns kennengelernt haben. Wahrscheinlich, weil es mir auch fehlt. In Night City ist man selbst im Gedränge allein. Aber hier fühle ich mich wie ein Teil von was Wichtigem. Dann bist du genau da, wo du sein solltest. Danke, Panem. Wenn du reden willst, ich bin da oben. Zu sein. Was ist das? Dann nehme ich noch 2,45er, wenn der Kota heute so großzügig ist. Nimm, was du willst. Und was ist der Anlass? Endzeitstimmung. Edle Geste. Fast schon dramatisch. Ja, praktisch. Ich gebe meine Vorräte weg, damit ihr die Hölle morgen überlebt und zurück zu mir kommt. Weißt du, wo ich die meisten Sterne kriege?